Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus Liegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist die Dori. Hallo! Hallo Dori! Möchtest du nicht entladen? Du wolltest abladen, ne? Ja, dachte ich jetzt so. Entschuldigung. Dass wir das vielleicht überladen und wir dann schön die Rüben, kann ich ja schon wieder wegbringen, zur Ranch. Die guten Rüben. Wie viel hast du diesmal zusammengekriegt? War es mehr als 20.000 oder? Nee, ich glaube, ach, ich habe nicht drauf geachtet. Ah, na, sicher gleich. Gott sagen, siehst du ja gleich. Letztes Mal hatten wir 19.700 oder so. Ja, so mehr als 20.000. 21.270. Dann wünsche ich dir viel Spaß, ne? Dreh mal ein paar Runden, ich komme wieder und dann können wir wieder abladen. Auch kein Unfall. Ja, ich versuch's Beste. Der gute Waldra, wir wollen ja nicht kaputt machen, ne? Ja, ja. So. Also, wie ihr seht, wir sind noch heute fleißig dabei, den Auftrag mit den Rüben hier, den wir angenommen haben, auf dem Nachbarfeld fertig zu machen. 7% der Rüben haben wir schon da, die nächsten 7% habe ich jetzt hinten auf der Ladefläche, also es wird werden. Ja, wir muss, ja, ne? Ja, wir haben ja angedroht, dass das nur 5 Folgen dauert, so ungefähr. Ja, das ist ja ungefähr das Pensum, was wir heute schaffen wollen. Ja. Machen wir heute so lange, bis das Feld auf jeden Fall leer ist und dann ich glaube, dann wollen wir mal spulen, oder? Dass wir dann wieder auf unserem Feld was machen können. Ja. Vielleicht kriegen wir ja dann nochmal ein paar schöne Aufträge irgendwo. Mit, ich weiß ja gar nicht, doch auf unserem Feld ernten können wir dann auch erstmal zu zweit. Dann kannst du ja abernten und ich fahr's weg. Die Sojabohnen. Weiß gar nicht, ob ich die erst einlagere oder ob ich die direkt verkaufe, aber ich glaube, die werden wir erstmal noch einlagern, oder? Ja, wie du meinst. Ja. Ja, momentan ist der Sojabohnenpreis ja ganz gut gewesen. Da konnte man ja richtig gut. Kann man richtig gut Geld mitmachen. Soll uns ja die Kreiselecke für die Seemaschine bescheren, damit wir dann bloß noch drüber kreiseln brauchen. Ja. Weil dann können wir nämlich, glaube ich, sogar direkt einsehen. Da müssen wir gar nicht flügen. Da können wir direkt drauf einsehen. Das ist natürlich praktisch, ne? Ja. Dann einmal düngen, also quasi nach der Ernte düngen, dann einsehen. Dann nochmal düngen, dann sind wir mit dem Düngen auch schon wieder durch. Und dann müssen wir bloß noch einmal das Unkraut bekämpfen und dann ist alles schicki. Die Frage ist, was ich mir noch stelle, ist, ob jetzt nochmal Unkraut kommt auf unserem Feld. Denn ich habe über das Unkraut, was da war, eingesät. Ich habe davor über dem Feld, über dem Unkraut, was da war, gepflügt. Danach kam das Unkraut direkt wieder nach der nächsten Maximumstufe. Echt? Ja. Und jetzt habe ich drüber eingesät. Mal gucken, ob es dann auch bei der nächsten Maximumstufe wieder mitkommt. Weil dann müssen wir doch nochmal Unkraut spritzen. Ich dachte, ich kann das Spritzen mir einmal sparen dadurch, aber naja. Bin ich jetzt an der Ranch schon vorbeigefahren? Das weiß ich nicht. Nee, ich bin jetzt erstmal im Kraftwerk, alles klar. Nein, der Weg ist gar nicht mal so kurz. Die sollten ja auch mit einbauen, dass das so ein bisschen mitlenkt, wie bei ETS, ne? Wenn du mit dem Lenkrad so nach links und rechts, dass du so ein bisschen den Kopf mitdrehst. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja. So, und du hast gestern das Spiel also bekommen, was du erwartet hast? Ja, habe ich. Das ist ja schön. Ja, freue ich mich auch schon. Und wird nachher noch schön gezockt. Ja, wird nachher noch schön gezockt. Also nachher heißt... Wenn wir hier fertig sind. Wenn wir hier fertig sind. Oh ja gut, das sollte ja jetzt alle Nase lang passieren. Was hält mich denn jetzt hier fest? Ernsthaft, die Fahne? Okay, dann kann ich hier nicht durchfahren. Dann fahre ich hinten rum hoch. Auch egal. So, das baue keinen Unfall, das habe ich jetzt, ne? Also... Hast du abgehakt? Ja, habe ich erledigt. Sehr gut. Ja. Musste sein. Ist leider passiert. Naja, irgendwas ist ja immer. Ja, das stimmt, das stimmt. Und man kann ja nicht alles können. Richtig. So, dann. Aber hier, an der Bushaltestelle oder was auch immer was für ein Schuppen ist, der hier steht. Ich weiß auch nicht, warum die Ranch unbedingt auf dem höchsten Berg hier hingeht. Also das ist... Ich glaube, ich rieche mich jede Folge hier auf wie diesen süßlichen Mapper, ne? Ja. Das ist... Der ist schon ganz speziell gewesen, der Junge. Bestimmt auch gerne mal. Na, egal. So. Ja. Was gibt's sonst noch so Neues? Eigentlich nichts weiter, ne? Nö. Das ist nicht so viel passiert seit gestern, ne? Das ist nicht so viel passiert seit gestern. Doch, ich habe jetzt Medieval Kingdom War habe ich aufgenommen. Oh, da sind wir bei 16%.
Da bin ich ja nicht. Das, also mal gucken, wie sich das so anlässt. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Das Video oder? Das Video, ja. Naja gut, das ist jetzt so das Tutorial, was man da so machen kann. Erste Folge ist die Belagerung von Aberdeen halt. Wo dann halt versuchst, irgendwie die Engländer davon abzuhalten, dass sie Aberdeen einnehmen. Wo ich sagen muss, dass ich beim ersten Durchlauf des Tutorials wesentlich erfolgreicher war als bei der Aufnahme. na gut. Machst du nix. Ja, und die zweite Folge, da hast du dann so ein bisschen... Die kommt ja dann... Also quasi für euch ist die ja vorgestern gekommen, aber für uns kommt sie morgen. Da geht es dann darum, dass ich so eine kleine Seeschlacht mit den Iren habe. Also nicht mit Schiffen gegeneinander kämpfen, sondern auf Schiffen mit Soldaten kämpfen. Auch ganz interessant. Hatte ich so auch noch nicht, aber gut, was willst du machen? Kannte ich so auch nicht. Aber man kann die Katapulte einsetzen. Das ist gegen Menschen, das ist ganz effektiv. Ja, und dann, ja, da stehe ich jetzt erstmal mit den Aufnahmen. Die anderen Aufnahmen will ich vielleicht heute Abend noch machen. Da geht es dann erstmal darum, dass du dann in Orleans zurückkommst. Dann kriegst du so ein bisschen in die Reichsverwaltung, weil du musst ja auch dein Königreich verwalten können. Kriegst du dann einen Einblick drin und dann in, sagen wir mal, schnelle Einnahmen, wo der Computer berechnet, wie die Schlacht ausgeht. Und was war noch? Achso, und am Schluss hast du nochmal eine große Belagerung, die du überstehen musst. Im Tutorial. Die ist aber arg gescriptet alles. Also du hast da keine Chance, großartig gegen das Skript anzukommen. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Gut oder schlecht? Ja, mich hat es gestört, weil ich quasi aus der ersten Belagerung schon ein bisschen mitgenommen habe, ne? Also die man im Tutorial spielt. Und dachte, dann machst du das da jetzt hier genauso. Aber leider Gottes ist das Skript halt so, dass du das halt nicht so machen kannst unbedingt. Das zweite Tor, das habe ich verbessert und alles Mögliche dran gemacht. Und es fällt mit mal trotzdem. Also, obwohl kaum Einheiten dran waren. Und naja, fand ich dann ein bisschen blöd. Aber es ging halt eben, es geht halt wirklich darum, dass du halt lernst, so deine City, deine Stadt richtig zu beschützen und nicht irgendein Vor, was davor steht. Das sollst du halt lernen und ja, halt, was du denn so alles machen kannst, um es zu erreichen. Du kannst nämlich zum Beispiel auch die Häuser in der Stadt abbauen, also abreißen, um an Holz zu kommen. Okay. Na, also das sind ja meistens alles Holzbauten gewesen damals. Und da kannst du dann quasi loslegen und das abreißen. Wo bist du denn? Wo bin ich denn? Na, ich guck gerade, wo du auf dem Acker unterwegs bist. Ich bin jetzt oben bei der Bahnchen und dreh gleich. Wie voll bist du schon wieder? 22. Dann komme ich mal vorbei bei dir, ne? Dann fahren wir mal parallel runter. Und dann lädst du ein bisschen was über. Oh, geht doch ganz fix eigentlich. Hätte ich gar nicht erwartet. Du hast schon ordentlich Fläche hier abgeerntet. Was bist du jetzt da gerade? Bist du gerade versunken da im Graben? Das geht hier hinten bergab, weißt du, das ist halt immer... Ja. Dann bau mal raus, ein Schnorchel. Bin auch schon dabei. Und ich versuche da mal drunter zu fahren, ohne dich anzustupsen. Oh, drunter fahren ist anders. Was für eine Eierei hier. Geht's jetzt langsam? Bin ich drunter? Nee. Wo bin ich denn? Jetzt. Wie schnell fährst du denn? Du bist zu schnell. Ich fahr 12 km/h. Oh, es kommt ordentlich was rein hier. Dann bringe ich die mal gleich wieder weg, wa? Ja. Das ist super, du bringst weg und wenn du wiederkommst, kannst du wieder abbunkern und immer so weiter. Klappt gerade ganz gut. Wenn ich keinen Unfall zwischendurch baue und einigermaßen effektiv fahre, dann könnte es klappen. Aber gut. Oh, das geht doch echt gut. Also jetzt haben wir nochmal 26, dann müssen wir schon 25% bald weg haben. Ein Viertel vom Feld solltest du schon weg haben dann.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe auf der nordfriesischen Marsch habe ich einen, oh, ich weiß gar nicht, glaube ich, 10 Hektar Feld Rüben gemacht. Also da war ich 4 Stunden mit beschäftigt. Oh Gott, sag, das hat bestimmt ordentlich. Und ich musste ja selber, ich musste ja alleine immer noch abfahren, ne? Ja, ja. Hat er keinen Abfahrer dabei. Und, oh, ich hab doch bei mir, bei meinem Spiel doch auch angefangen, das riesige Feld mit der Baumwolle zu machen. Ganz alleine. Jetzt kommt hier die Bahn, jetzt muss ich an der Bahnschiene warten. Wieso ist sie denn schon wieder da? Ich hab doch beim Hinfahren zu dir, hab ich doch hier erst sie gewartet wegen der Bahn. Hm. Interessant ist, dass wenn ich hier Singles spiele, ne? Dass dann, dass dann die Bahn manchmal fährt und manchmal nicht fährt. Okay. Und dann hatte ich es auch schon, dass die auf dem Bahnübergang stehen geblieben ist. Oh, da kommt die Bahn. Als ich eben hochgefahren bin, war die auch schon mal hier irgendwie. Ja, ja. Stimmt. Die hat irgendwo eine Abkürzung genommen. Oh, das ist auf Speed, das ist die Viech. Weiß. Steckt man nicht drin, ne? Nee. Hey. Achso, Blinker geht ja nicht automatisch aus. Was ist denn jetzt los hier? Warum macht denn jetzt der Trecker hier keine Fahrt mehr? Da ist er sonst mit 40 hier lang gebügelt. Gut, hatte ich ein paar tausend Liter weniger Volumen drin, aber... Ein bisschen kann er jetzt mal aus dem Knick kommen hier. Kleine Valtra. Und mal Schubrakete. Oh, jetzt kommen wir wieder. 50 km/h, sehr schön. Schieben die Rüben von hinten. Geht Pech ab. So. Das war damals, wo das eingeführt wurde mit dem Gewicht der Hänger und dass die den schieben und sowas, ne? Also auch quasi wenn du fährst, ne? Dass du das so ein bisschen merkst, dass du hinten Gewicht drin hast. Ich glaube, ich kam mit dem. Was mit dem 17er? Wo waren die Bornholm drin? Ich glaube, das war mit dem. Nicht Bornholm, hieß die gar nicht. Aber ich glaube, das war mit dem 17er kam das. Und. Da gab es dann auch, da waren sie auch ganz stolz darauf, was sie jetzt das rausgefunden haben und so, dass du bergauf langsamer fährst und dies und das, ne, dass die Fracht das bemerkbar ist. Da haben sie auch die Karte gebaut, das ist ja fürchterlich. Also die haben da einen, der mag anscheinend Mittelgebirge. Und jedenfalls war dann auch da so ein Abhang und da hast du dich, also wenn du einen Trecker vorne davor hattest und ich hatte 2 Agroliner hinten dran, diese großen, wo 21.000 Liter reinpassen mit Drehschemel. Die haben mich überholt. Also, das war auch schön, oder? Das war, also ich habe regelmäßig mit dem Trecker da im Dreck gelegen, wenn ich den Abhang da runter gefahren bin, weil die Hänger quasi bald schneller waren, als der Trecker sein wollte. Und durch diese Drehschemel hat dann die Giants Engine und die Physik ein bisschen durchgedreht und dann ging's los. Eieiei, wie oft ich mich da um Baum gewickelt habe. Also so richtig drum haben sie es ein bisschen zu gut gemeint, war? Ja, da waren die ganzen Faktoren, das war noch nicht optimal eingestimmt. Ja, so wie das immer so ist, ne? Das ist ja genauso wie hier, also wenn du irgendwo was baust, die Faktoren, die sind ja nicht ganz gut. Wenn mal steht das Gebäude einen Meter höher, obwohl es eigentlich ebenerdig sein sollte. Naja. Wie unser Hühnerstall, der sollte eigentlich ebenerdig stehen, aber... Ja, das stimmt. Hat ja nicht ganz so geklappt. So, ich lade ab. Wie weit bist du schon? Bist du schon halb voll wahrscheinlich, ne? 15.000. Oha. Ich mir aber eingeln nur. Wir wollen keinen Stillstand riskieren. So 26% haben wir fertig. Ganz entspannt. Also bei 15.000 bin ich halb voll. Also 30 kann ich wohl fassen. Ja. Ja gut, aber ich muss halt auch an die richtige Seite von dir kommen, ne? Wenn du gerade am Hochfahren bist. Naja, ich fahre jetzt halt wieder runter, ne? Ja, ja. Also nächstes Mal runter bin ich dann bei dir wahrscheinlich hoffentlich. Oh, wenn ich das hier mal schaffe, dieser scheiß Abhang, ey. Oh. Fahr doch da nicht so weit runter. Oder fahr doch oben ein paar Mal quer, dass du denn... Oh nö, das ist so in Ordnung so. Okay, naja gut. War nur ein Hinweis. Dann musst du dann nicht mehr ganz so bis da hinten rum runterfahren beim Drehen. So. Normalerweise werden ja die Rüben, also du hast da ja an deinem Fahrzeug sogar so einen komischen Gang, dass die Achsen versetzt fahren, ne? Also irgendwie den ich weiß gar nicht, wie das sich das nennt, ob das Hundegang oder... So sich nennt. Ich glaube, es nennt sich Hundegang. Die rennen ja auch immer so ein bisschen windschief. Und dann kannst du nämlich. Das ist wegen der Bodenverdichtung. Damit nicht die Reifen auf der gleichen Spur langfahren und sowas.
Mit der schweren Maschine. Ja. Hm. Gibt so ganz tolle Sachen da. Und eigentlich ist es auch bei Rüben so, dass sie wirklich am Feldrand abgelagert werden und dann kommt dann irgendwo eine andere Maschine, die dann diese einsammelt und auf den Hänger lädt. Ja. Weiß ich nicht, das hast du bestimmt schon mal gesehen, dass dann, wenn die Rübenerntezeit ist, dass dann an den Feldrändern immer ganz große Haufen liegen, wo Plane drüber ist oder sowas. Wo die ganzen Zuckerrüben drunter liegen. Hab ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet, ja. Ja. Ja, seid ja auch nicht so eine großartige landwirtschaftliche Region da oben bei euch, ne? Och. Es geht eigentlich doch viele Felder. Ja, aber ihr habt ja eher mit dem Obst zu tun da oben, oder? Nee. Ist das nicht eher so ein bisschen Obstanbau bei euch? Nee. Oder ist das, nee, das ist wieder ein bisschen südlicher noch von euch, ne? Eigentlich, also nee, Obst, nee. Also zurück hält da durchgängig die 50, ne? Aber wenn da hinten Rüben drin sind, dann... Dann macht das Spirenzeln, der Kleine hier. Mach er nicht. Zu schwer. Naja. Ja gut, mit unserem kleinen Fan brauchst du gar nicht erst, glaube ich, versuchen. Der würde wahrscheinlich dann komplett zusammenbrechen. Wahrscheinlich. Bist du schon wieder am runterfahren, oder? Ich bin gleich oben und drehe und dann fahre ich runter. Alles klar, dann bin ich gleich wieder neben dir. Das ist gut, ich bin nämlich jetzt bei 25.000. Hupala. Oh, dann werde ich gut voll wieder. So. Naja, manchmal höre ich hier so deine Geräusche von deiner Maschine. Hatte ich eben wieder auf meinem Feld. Ja. Wie ist denn, dass er Versenkung komplett verschwindet, ne? Ui! Na, ich wollte mich verstecken vor dir, weißt du? Warum denn das, bitteschön? Na, warum denn nicht? Ich bin doch ein ganzen Lieber. Ja, ja. Vor mir muss man sich doch nicht verstecken. Seit wann muss man sich denn von mir verstecken? Wieder nicht ganz drunter geschafft. Nee. So, jetzt kriege ich auch noch eine E-Mail eingeblendet hier unten. Sehr schön, Dankeschön, Microsoft. Die habe ich aber schon gelesen, die E-Mail. Die habe ich nämlich schon auf dem Handy gelesen. Sehr gut. Ja. Ah, wieder wahnsinnig schnell unterwegs hier, das Internet. Alter, 30.000 habe ich jetzt schon gebunkert. Schön. Das sieht doch mal aus wie ein eingespieltes Team hier. Das sag ich dir. Hm? Da wirst du was. So, dann hau ich mal los, wa? Jo. 31.120. Ja, merkst du. Musst du Turbo reinlegen hier. Keine Ahnung, wollen wir runterschalten oder so. No, da haben wir die nächsten 10% geschafft, würde ich sagen. Ja, läuft, ja. Also kommen da so ungefähr insgesamt 300.000 Rüben runter von dem Acker. Alle Achtung. Und das nicht mal ganz ungenügend. So, wenn du jetzt mal den Rübenpreis nimmst, kann man nachher gleich mal gucken, was der Rübenpreis so maximal ist. Oder so im Bereich ist, da kriegst du richtig viel Geld runter von so einem Feld. Ist aber eben auch ein Haufen Arbeit und die Maschine musste. Mhm. Also wenn wir sowas mal machen wollen, wenn wir wirklich selber Rübenernte machen wollen, müssen wir eine Saatmaschine eine andere haben, als die wir jetzt besitzen. Und wir müssen natürlich auch den Vollernter dann ausleihen, ne? Ja. Für die Zeit. Das muss man dann mal gucken, was das kostet, aber wenn sich das dann rechnet oder so, dass man dann vom Feld 25.000 Gewinne oder so abzieht, dann... Wäre das schon ganz okay, weil momentan mit einer normalen Frucht machen wir zwischen 15.000 und 20.000 Gewinn. Mhm. Mit unserem Feld, was wir jetzt haben. Aber wenn wir das mit den Rüben dann auch hinkriegen würden und ein bisschen mehr, dann kann man das natürlich auch mal machen, ne? Ui, Flaschenbowling? Yep. Wer ist denn da dabei? Sag mal doch so an. Pinky. Ja. Ah. Meine erste Idee war Steve, aber hm. Nee, der sitzt ganz brav und spielt Path of Exile. Ach ja. Ich habe mir übrigens ein Crafting-Video dazu angeguckt, ne? Okay. Also wie man craftet und was man da so alles machen kann und so. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich ja so viele einige Gegenstände, wo ich sage, ey, die sind zwar geil gesockelt, aber der ist grau. Den nehme ich nicht mit. Den hätte ich ja doch mitnehmen können.
Ach, den kannst du liegen lassen. Das ist nicht mal so, erstmal auch nicht so wichtig. Ja, aber den hätte ich mir ja, also wenn der gut gesockelt ist und so, hätte ich mir den ja hochpowern können bis zum gelben Item. Material habe ich dafür ja. Wenn dann halt die richtigen Perks rauskommen, also die richtigen. Ja, das ist wieder Sachen die Sache. Brauchst, ja. Ne? Ja. Das ist halt, jetzt bin ich wieder ein bisschen falsch gefahren. Jetzt brauche ich nur ein paar Minütchen länger. Boah, unsere Folge ist schon wieder zu Ende. Die ist zu Ende? Ja. Wer macht denn sowas? Weiß das nicht. Na, sowas. Na gut, dann war's das für heute mit. Was ist denn heute überhaupt? Heute ist der Samstag. Mit der Samstagsfolge von LS19 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war die Dori. Oder sie ist noch da. Ich bin noch da. Du bist noch da. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Ciao, ciao. Bis dann.